90% der Schmerzen im unteren Rücken sind unspezifisch. Das bedeutet, es gibt nicht strukturelle Verletzungen oder Veränderungen, sondern es sind eher muskuläre Probleme, Verspannungen und muskuläre Disbalancen. Das ist auch ein Grund dafür, warum die Rückenleitlinie zur Behandlung von Rückenproblemen angepasst wurde, von zum Beispiel Ruhe und Stillhalten auf Bewegung und Training. Ich möchte dir in diesem Video einen Test aus 4 Elementen zeigen, mit dem du rausbekommst, in welchem Bereich du gegebenenfalls muskuläre Defizite hast und wo du anfangen kannst, an diesen zu arbeiten. Der Test funktioniert mit einem Punktesystem und wenn du weniger als 9 von 12 Punkten erreichst, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass auch bei dir ein muskuläres Defizit vorliegt oder ein Beweglichkeitsdefizit, das zu diesen Rückenschmerzen führt. Im Video werde ich dir weiterhin erklären, wie du die Übungen ausführen musst und wofür du wie viele Punkte oder eben auch nicht bekommst. Und jetzt fragst du dich vielleicht, ja, warum genau diese 4 Übungen? Gib mir einen kurzen Moment Zeit und lass mich das erklären. Diese 4 Übungen basieren auf Bewegungsbahnen, die du beim Radfahren benötigst. Und wenn dort Störungen sind und der Kraftfluss gestört ist, dann kann es dazu führen, dass gewisse Teile der Muskulatur überlastet werden und dementsprechend einen Schmerzreiz auslösen. Ich möchte da ein Buch zeigen, und zwar ist das Buch Anatomy Trains vom Thomas Myers. Und da möchte ich dir ein Bild zeigen, was das sehr, sehr gut beschreibt. Und zwar schaue ich jetzt, dass das hier scharf gestellt wird. Du siehst hier das kleine Kind und den erwachsenen Mensch. Und zwar ist das, was du da gesehen hast, das wird im Test 4 abgetestet, ist das nach hinten aufrichten, beziehungsweise eins der ersten Bewegungsmuster, die wir als Kleinkind lernen, aus der Bauchlage den Kopf und den Schultergürtel heben und gegen die Schwerkraft die Wirbelsäule strecken. Eben das ist zum Beispiel eins dieser Testmuster, das ist im 4. Teil des Tests. Und wenn du dort ein Defizit hast, ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass du auch Probleme im Rücken bekommst. Neben dem, dass ich dir jetzt die einzelnen Elemente und die einzelnen Tests zeige und dir auch erkläre, wo du wie viele Punkte bekommst, zeige ich dir am Ende vom Video noch eine Möglichkeit, wie du dich in den Tests verbessern kannst bzw. die muskulären Defizite beginnen kannst aufzuarbeiten. Schnapp dir Zettel und Stift und los geht's. Die erste Übung ist der Beugestand. Hier bekommst du 3 Punkte, wenn du ohne Aufwärmen mit den Handflächen den Boden erreichen kannst. 2 Punkte bekommst du, wenn du ohne Aufwärmen mit den Fingerspitzen den Boden erreichen kannst. Für 1 Punkt reicht es, wenn du ohne Aufwärmen ungefähr bis zur Mitte deiner Schienbeine kommst. Und 0 Punkte bekommst du, wenn du gerade so die Knie erreichst oder wenn du irgendwo in der Bewegung einen Schmerz hast. Die zweite Testübung ist der Squat. Den führst du bitte ohne Schuhe aus und im schulterbreiten Stand. 3 Punkte bekommst du, wenn du im schulterbreiten Stand und geradem Rücken mit der Hüfte unter deine Knie kommst. 2 Punkte bekommst du, wenn das nicht klappt, du dir aber eine ca. 2 cm Erhöhung nehmen kannst, mit den Fersen auf diese Erhöhung stehst und dann mit Erhöhung in diese Position kommst, mit der Hüfte unterhalb der Knie. 1 Punkt bekommst du, wenn du mit erhöhten Fersen zwar nach unten kommst, aber deinen Rücken nicht gerade halten kannst. Und 0 Punkte bekommst du, wenn du irgendwo in dieser Bewegung Knie- oder Rückenschmerzen hast. Für die dritte Testübung brauchst du eine Matte und liegst am Boden. Du legst dich seitlich auf den Boden, achtest darauf, dass deine Knie und Hüfte im 90-Grad-Winkel liegen und du fixierst die ganze Bewegung lang mit dem oberen Bein dein unteres Knie. Du kannst dich auch an einen Türrahmen legen, dass du hier eine Referenz hast, ob du dein Knie bewegst oder nicht, da die beiden wirklich immer übereinander bleiben müssen. Dann legst du alle beide Arme übereinander und jetzt drehst du dich auf die gegenüberliegende Seite und du bekommst 3 Punkte, wenn Arm und Schulter den Boden erreichen. Du bekommst 2 Punkte, wenn du entweder nur mit der Hand oder mit der Schulter so halb am Boden kommst, aber nicht richtig ablegen kannst. Du bekommst nur 1 Punkt, wenn du den Boden gar nicht erreichst und 0 Punkte bekommst du, wenn du hier auch irgendwo im Rücken, Schulter, irgendwo einen Schmerz hast. Bevor ich zur vierten Übung komme, zuerst der Hinweis, mach diese Übung unbedingt sehr, sehr langsam und sehr kontrolliert. Die vierte Testübung ist das Zurücklehnen. Für das stellst du dich hüftbreit hin und lehnst dich langsam nach hinten und versuchst hier die Wirbelsäule langsam und kontrolliert in die Überstreckung zu bringen. Du bekommst 3 Punkte, wenn du
deutlich nach hinten lehnen kannst und das ohne Probleme halten kannst. Du bekommst 2 Punkte, wenn du leicht nach hinten lehnen kannst und hier spürst, dass dein Bauch arbeitet, dass das sehr stark anstrengt, aber dich noch nicht weiter nach hinten traust. Du bekommst 1 Punkt, wenn diese Übung oder die Bewegung gar nicht so richtig funktioniert, wenn du nicht ansteuern kannst und nicht weißt, wie du dich dort hältst oder Angst davor hast, nach hinten zu gehen. Und du bekommst 0 Punkte, wenn du versuchst, langsam nach hinten zu gehen, du aber unsicher bist oder das Gefühl hast, ah, der Rücken macht nicht mit oder sogar einen leichten Schmerz ausübt. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, diese Übung sehr langsam zu machen. Jetzt, wo du den Test gemacht hast und deine Punktzahl zusammengestellt hast, heißt es natürlich anpacken und etwas verändern. Dafür habe ich dir hier ein Video verlinkt, wo es um die Hüftmobilität geht und du damit auch Test 1 und Test 2 sicher positiv beeinflussen kannst. Viel Spaß beim Trainieren, leg los und bis zum nächsten Mal, dein Coach Christian.